weil das Gestein sollte alles schön schnell weg, damit ich hier meine Fabriken hinsetzen kann. Allgemein habe ich mir Folgendes überlegt. Also ich fand die Lebenslinien doof, primär weil zu viele Maschinen an einer und derselben Linie dran hingen. Deswegen werde ich das jetzt wahrscheinlich so machen, dass ich hier die Linien hochziehe, dann nach Osten ziehe und dann von Osten nach unten Linien ablaufen lasse. Das könnte wieder zu Problemen führen, dass dann die hinterste Abzweigung zu wenig Ressourcen bekommt. Aber mir fällt ehrlich gesagt nichts Besseres ein. Das Prinzip wurde auch schon mehrfach vorgeschlagen. Also nicht so mit dem Knick. Der Knick ist einfach nur drin aus Platzmangel. Aber die Idee ist halt, man hat die Hauptlinie und von der Hauptlinie gehen Ressourcen ab zu einem selbsterhaltenden System. Also zu Gegenständen, die hergestellt werden, nur damit daraus andere Gegenstände hergestellt werden, die dann in weiteren Prozessen verarbeitet werden. Zum Beispiel, dass wir einen Kreislauf haben, der nur dafür da ist, rote Tränke herzustellen. Und die roten Tränke werden dann auch gleich in diesem Kreislauf verbraucht in Forschungszentren. Das heißt, es werden Ressourcen reingeschickt, aber es kommt nichts Neues daraus. Also dass die Lebenslinie nicht zugemüllt wird mit Ärmchen oder was weiß ich. Das war ja auch ein Problem in der letzten Welt. Dass wir dann eine extra Linie hatten für Ärmchen und eine extra Linie für andere farbig Ärmchen und so weiter und so weiter. Und grüne Chips. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich für grüne Chips vielleicht eine Ausnahme mache. Aber eigentlich wollte ich echt nur Stein, Eisen und Kupfer in die Lebenslinie packen. Und alles andere wird dann vor Ort hergestellt. Also wenn wir zum Beispiel blaue Chips herstellen wollen würden, dann machen wir da einen Kreislauf, wo auch rote Chips hergestellt werden und vorher grüne Chips hergestellt werden und vorher Draht hergestellt wird und so weiter. Also alles in einem Block. Das wird dann wahrscheinlich nicht mehr so ein schöner Viererblock hier sein, wie wir vorher hatten, aber es wird halt ein Mehrfaches davon sein. Also 2x3 oder 3x3, sowas. Das sollte dann schon einigermaßen gut aussehen. So, Erz staut sich. Will ich mehr Schmelzöfen für Erz? Keine Ahnung. Ich sollte vielleicht mal hier Kisten einbauen, fällt mir gerade auf. Nur wo? Das ist eine gute Frage. Mach mal da einen Knick. So. Und da deine Kiste hin. Oh. Ich würde gerne sicherstellen, dass ich dem Ding keine Kohle klaue. Aber das sollte beschränken. Wir beschränken das gar nicht. Da muss so viel Kohle sein, das sollte immer klappen. Also du füllst dich. Du kannst dich ruhig auch schneller füllen. Komm. Genau, Kohle kommt. Mehr Brennöfen für Kupferplatten. Also Kupferplatten sind jetzt absolut uninteressant. Das wird noch 20 Folgen dauern, bis die grüne Massenproduktion anfängt. Aber ich wäre da ganz gerne vorbereitet, also mache ich auch hier schon mal mehr Schmelzöfen. Du bist falsch. So. Rein. Raus. Na komm. 146 Stück davon. Ja, sehr schön. So. Strom braucht ihr auch noch. Zing. Gali. Du. Da. Kohle. Sehr gut. Mehr Kupferplatten. Nächste Frage. Eine einfache Linie mit beiden Seiten Eisen und hier eine einfache Linie mit beiden Seiten Kupfer. Oder machen wir da jeweils zwei Fließbänder draus. Zwei Fließbänder voll auf beiden Seiten mit Eisen und zwei Fließbänder voll mit beiden Seiten auf Kupfern. Ich denke, das wird nicht notwendig sein, denn wo sind die Fließbänder? Die gehören zur Logistik, ne? Genau. Logistik. Hier sind rote Fließbänder. Die haben wir zu Genüge benutzt in der letzten Welt. Die schalten allerdings frei. Logistik 3. Hellblaue Fließbänder. Die haben wir schon nicht mehr wirklich benutzt. Primär wegen dem Lubricant, weil das nervig war, die Sachen hoch und runter zu bringen. Wobei wir uns da hier was anderes ausdenken müssen. Weil ich will keine oben und unten mehr haben. Ich will, dass das Öl innerhalb der Basis direkt verarbeitet wird, sodass wir es direkt zu blauen Chips weiterverarbeiten können und so weiter. Ohne dass Roboter irgendwas hoch und runter fliegen müssen. Oder rechts und links oder was auch immer. Das wäre nicht so schön. Also ja, dass wir dann auch diese blauen herstellen können, jederzeit. Und für die Lebenslinien nutzen.
dass sich da einfach nichts stauen wird, weil es einfach schnell genug abtransportiert wird. Das Problem wird eher sein, genug Erz ranzuschaffen. Aber ne, gucken wir später. Also ja, das dürfte das Ganze schon beschleunigen. Und guck mal hier, es gibt Pink Power. Pink Power sind super Transport Bells. Die brauchen einfach nur die hellblauen und zwei Stahlgears, was nicht wirklich teuer ist. Und es gibt noch was Besseres, nämlich grün. Extreme Transport Belt. Die brauchen dann allerdings schon die Lila Chips. Wobei die Lila Chips auch gar nicht so schwer waren, wenn ich mich recht erinnere. Hatten wir auch ein paar von gebaut gehabt für Ditex-Spielereien in der letzten Welt. Also ja, es gibt sehr... Ja, okay, die Forschung ist vielleicht teuer, aber theoretisch gibt es sehr schnelle Fließbänder. Ähnlich müsste es auch bei den Modulen aussehen. Ditex Modules. Effectiveness Module 4, 5, 6, 7, 8. Braucht 25 lila Chips. Oh, das Erforschen ist gar nicht so. Oh, doch. Ja, 5 mal 50, 6 mal 50. Okay. Ja, wir haben ganz viel zu tun. So, Prioritäten. Worum sollten wir uns kümmern? Oh, genau. Ich vergesse immer, dass ich verantwortlich bin. Es ist gar nicht gut, wenn ich verantwortlich bin. Dann vergesse ich die Hälfte. Ja, wegen roten Science Packs. Du, hier, 40 Stück. Nimm. Dann würde ich ganz gerne hier die Steine wegbekommen. So und so. Und ihr kriegt da einen Strommast. Und das wird hier runtergebracht. Obwohl, ja doch, runter ist okay. Guck mal ganz kurz. Schafft es ein Belt, genug Kupferplatten ranzubringen für die ganzen Chipfabriken später? Ne, niemals. Okay, ich hatte kurzfristig mit den Gedanken gespielt, dass ich auf die rechte Seite Kupferplatten mache und auf die linke Seite vielleicht Stein. Aber ne, das ist okay. Stein bekommt jetzt hier seinen Teil der Linie. Oh. Auch mehr davon. Wobei Stein selber nur auf einer Seite sein wird. Und ich baue dann hier irgendwo eine Fabrik hin, die von dem Fließband die Steinbrocken nimmt und Steinzahnräder hin tut. Widerspricht ein bisschen meiner Aussage von vorher, dass wir nicht die Zwischenprodukte auf der Lebenslinie tun wollen, ha? Ja, stimmt. Muss ich überlegen. Da. Mehr Science Packs abliefern. So, 53. Ich hätte gern Automation 2, damit ich meine schönen, tollen, blauen Fabriken bauen kann für Wasser. Und es kostet 40. Wir haben 50 drin. Das ist sehr gut. Das heißt, das da kann aufhören. Fließbänder herstellen. Ich hätte jetzt nämlich ganz gerne meinen... Ja, musste hier oben soweit aufgebaut. Und ja, wo kommt das Licht hin eigentlich? Immer oben drauf? Ja, okay. 1, 2, 3. Oben drauf. Und weiter. Weiter. Wo? Da nicht. Nein. So. Klick. Hier oben kommt dann der Knick hin. Ja. Also Linien kommen hier hoch, machen hier den Knick, laufen ganz rüber bis zu unserer Grenze da hinten irgendwo. Weil das können wir hier zumachen. Und da gehen immer die Linien runter für die Ressourcen, die in dem Bereich gebraucht werden. Und ach genau, ich habe ganz vergessen, mein Radar zu setzen. Das setze ich mal hier hin. Flupp. Da unten ist Öl und hier ist überall schon Smog. Dabei habe ich noch gar keine Module drin. Okay. Wenn es hell wird, sollte ich einmal hier außen rumgehen. Einfach nur, um zu gucken, was an Basen da ist. Das wird das Radar auch machen, aber es wird Ewigkeiten dauern. Das Eisenfeld muss ja auch noch weg. Aber das dürfte kein Problem werden. So, das. Wir haben kein Holz mehr. Ja, das ist doch mal kein Problem. Komm her. Mache ich gerne. Das muss hier eh alles freigeräumt werden. Das wird noch eine Heidenarbeit für die ganzen Komplexe, den
Boden zu säubern. Oh, na gut. Tung, 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 tung. So, da werden sie hergestellt. Mehr, 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 mehr. Mehr Fließbänder. Ärmchen. Ja, mehr Ärmchen. Die brauche ich nicht wirklich in der Quickleiste. So. Untergrundbelz. Ja. Damit werde ich auch wieder recht viel arbeiten müssen. Aber, ne, später. Oh, du bist ganz schön langsam. Bau doch mal bitte noch ein paar Labs, damit alles gleichzeitig arbeiten kann. Sonst zieht sich das zu lange und wenn ich zu lange warte, dann holen die Beißer auf. Was quasi den Textstand angeht. Was sie zwar nur mit der Beißergröße regeln können, aber das reicht ja auch. So, das heißt, in die Richtung können wir schon mal weiter expandieren. Mauer hier unten. Das will ich unbedingt in meiner Basis haben. Das heißt, Mauer wird sein hier runter. Okay, das könnte interessant werden. Setz mal bitte das Muster bis in die Richtung. Da, 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 da geht nicht mehr. So. Das Kupferfeld hätte ich auch noch ganz. Nein, das Kupferfeld. Ja. Wo ist das Wasser da unten? Ja, das Wasser da unten ist schon zu Ende. Das heißt, den da nehmen wir nicht mit. Wir machen einfach eine kleine Basis hin. Das wird dann ganz schnell abgebaut mit, keine Ahnung, MK7 Speed-Modulen und dann ist gut. Also hier ist die Grenze. Hier läuft die Mauer lang. Ich hoffe, ich komme da unten gegen das Wasser noch gegen. Ja, okay. Da, da, da. Dann wäre hier der Turm 1, 2 Abstand, dann geht genau hier lang die Mauer einmal hoch. Das wäre dann unsere südöstliche Verteidigungsanlage. Dann haben wir noch eine nordöstliche, die geht da runter. Wir haben eine südwestliche und eine westliche. Also das kleine Fitzelding, da mache ich zu. Obwohl das da auch extrem schick aussieht, aber das kommt erst später. Da ist der Feind viel zu nah dran. Und das Kupfer brauchen wir auch erst, wenn wir wirklich mit zig grünen Chipfabriken anfangen. So, das hätten wir also auch schon mal angesichert. Lampen. Baulampen. Du, 1, 2, 3. Hier kommt Licht. Oh, was brauchst du so viele grüne Chips? Ugh. Okay. Das an Stein würde ich auch schon mal gerne, während ich am Rumwuseln bin, abbauen. Haben wir noch? Nein, haben wir nicht. Bau bitte Mining Drills. Davon auch noch ein Stack. Und das Spielinventar ist viel zu langsam. So, da. So. Gib mir die Hälfte davon. Tu die da rein. Die Hälfte davon, tu die da rein, tu die Hälfte davon da rein. Das sollte schon mal schneller gehen. Kupfereisen habe ich genug. Blaue Fabrik. Kann ich erst, wenn das durch ist. Was haben wir noch hergestellt? Genau, die Transportpelze, damit ich die Lebenslinien hochziehen kann. Hoch. Ups. Ja, da muss ich hin. Hoch, 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 hoch. Mittig zwischen den Dingern durch, oh? Okay. Ein Abstand. Da. Das hier ist die obere. Das wäre also das, da wäre Kupfer, das andere wäre Eisen. Da ich viel mehr herstellen. Ups, keine komischen Kohle-Inserter-Ärmchen. Das ist, ich weiß nicht, die. Ja, theoretisch kann man sie benutzen, aber man ist so schnell an Energie ran. Ich glaube, der Vorteil an den Kohledingern sollte sogar sein, dass sie keinen Smog verursachen, obwohl man sie mit Kohle befüllt. Das ist ein wenig komisch. Oh, Strom sieht nicht gut aus. Consumption ist zu hoch. Woran liegt das? Oh, an den ganzen Mining Drills. Okay, Forschung?
Kann ich euch irgendwie anschieben? Oh. Was ist da los? Oh, mal zwei. Das habe ich nicht gesehen. Mist, 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 Mist. Forschung, 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 Forschung. Ich brauche Steine. Stein, 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 Stein. Her damit, her damit, her damit, her damit. So. Ich hätte ganz gerne Strom hier. Ich hätte gerne ein Ärmchen da, ein Ärmchen da. Dafür brauche ich wieder einen extra Strommast. Jo. So rum. Dann hätte ich hier gerne eine Kiste. So eine Pufferkiste mal wieder.